Heute habe ich vor, eine Art Container zu programmieren. Dabei kann ich näher auf Indexer, Konstruktoren, Destruktoren, Enumeratoren und einiges mehr eingehen. Vieles davon unterscheidet sich stark in Java, also könnt ihr euch in diesem Video viel Neues aneignen. Zuallererst brauche ich eine Klasse, die nenne ich IntArray, die ein Integer-Array quasi verwalten soll. Die Klasse bekommt drei Attribute, ein String für den Namen, ein Integer-Array, wo die Daten reinkommen, und eine weitere Int-Variable als Index. Ich brauche auch ein paar Konstruktoren, zumindest einen, der einen Int-Wert als Parameter akzeptiert, und einen weiteren, der zusätzlich einen String annimmt. Dieser Konstruktor hier soll den Parameter size benutzen, um mit ihm das Attribut list mit entsprechender Länge zu initialisieren. Index setze ich auf minus 1, der Grund dafür wird später noch deutlich. Da der zweite Konstruktor quasi das gleiche erledigen soll wie der erste, rufe ich den ersten Konstruktor explizit auf. Das funktioniert so, mit Doppelpunkt this in Klammern size. Ich muss jetzt nur noch den neuen Namen zuweisen. Damit deutlich wird, wann die Konstruktoren aufgerufen werden, lasse ich sie noch etwas auf die Konsole ausgeben. Für den ersten nehme ich den Satz IntArray wurde erstellt. Der zweite Konstruktor bekommt den Satz IntArray enthält nun einen Namen. C# nutzt das Konzept von Destruktoren, die semantisch gleichbedeutend mit Java Finalizen sind. Also insofern nichts Neues für euch. Ein Destruktor wird mit dem Tildezeichen und dem Klassennamen geschrieben. Mein Destruktor soll hier nichts weiter tun, als eine Konsolenausgabe zu generieren. Und zwar den Namen des IntArrays wurde zerstört. Jetzt kann ich euch Properties zeigen, äquivalent zu Gettern und Settern in Java. Dabei handelt es sich um eine Art von Klassenmember, die es erlaubt, lesen und schreibend auf Objektfelder zuzugreifen. Je nachdem, ob man einen Get- und oder Set-Accessor anbietet, wird die Property nur lesbar, read-only, oder nur beschreibbar, write-only, oder eben les- und beschreibbar, falls beide Accessoren geschrieben werden. Die Property Length soll die Länge des Arrays zurückgeben. Im Get-Accessor greife ich dazu auf den Get-Accessor des Int-Arrays-List zu, denn das Integer-Array ist ja auch ein Objekt und es besitzt auch ein Property Length. Da ich hier nur einen Get-Accessor definiert habe, bedeutet das, dass Länge nur lesbar ist, also read-only. Ich möchte, dass auf den Namen eines IntArray-Objektes lesen und schreiben zugegriffen werden kann. Also brauche ich noch eine Property mit beiden Accessoren. Das Schlüsselwort value hier entspricht dem Wert rechts vom Gleichzeichen beim Aufruf der Property. Beim Testen wird das dann klarer werden. Ich schreibe noch schnell einen Property-Index, read-only. Und dann müssen wir noch einen Indexer schreiben. Ich meine damit einen Indexoperator, der den Zugriff auf die Elemente des Arrays List erlaubt. Intern ist der Indexer ähnlich aufgebaut wie eine Property, also auch mit Get-Accessoren und Set-Accessoren. Je nachdem, wie man es haben will. Ich möchte in diesem Fall beides. So, es wird Zeit zu testen, was unsere Klasse bisher kann. Also schreibe ich mir in der Klasse Programm, meine Main-Methode, und fange dann mal an. Ich deklariere eine Variable Test vom Typ IntArray und weise dem eine neue Instanz von IntArray zu. Ich führe das mal aus. Gut. Die erste Zeile der Konsolenausgabe wurde vom Konstruktor erzeugt. Die dritte Zeile vom Destruktor. Rufen wir mal den zweiten Konstruktor auf, indem wir hier noch einen String-Parameter einfügen.
Wie man sieht, wurde der einparametrige Konstruktor zuerst aufgerufen und danach der zweiparametrige fertig ausgeführt. So hatten wir es ja programmiert. So, ich möchte gerne den Namen von Test Lisa ändern. Das kann ich nun über die Property Name tun. Das sieht quasi so aus, als würde ich auf ein Public-Attribut zugreifen und überschreiben. Die Ausgabe des Destruktors ändert sich korrekt auf Lisa wurde zerstört. Um auf ein Element unseres Arrays zuzugreifen, kann ich den Indexer nutzen, den wir geschrieben haben. Ich schreibe das erste Element in die Konsole und lasse es mir ausgeben. Der gibt mir daraufhin 0 aus, den Default-Wert für Integer. Ich schaue mal, ob der Indexer auch schreiben funktioniert und versuche das erste Element zu ändern. Und ja, das erste Element hat nun den Wert 12.312. So, die bisher geschriebenen Konstruktoren, Destruktoren, Properties sowie Indexer scheinen auf den ersten Blick gut zu funktionieren. Nun würde ich aber auch gerne for-each-Loops auf int-Array-Objekte anwenden können. Dazu muss die Klasse die Interfaces enumerator und enumerable implementieren. Die dazu nötige Syntax entspricht der in C++ und die Schlüsselwörter extends und implements finden keine Anwendung. Diese Interfaces sind im Namensraum system.collections zu finden. Also Using-Direktive nicht vergessen. Um die Interfaces zu implementieren, benötige ich eine getEnumerator-Funktion, die mir ein enumerator-Objekt zurückliefert. Ich returne in diesem Fall einfach nur unsere Klasse, die ich auf enumerator caste. Weiterhin ist eine Methode moveNext zu schreiben. Diese Methode soll true zurückliefern, falls noch mehr Elemente zum Auslesen vorhanden sind und false, falls nicht. Gleichzeitig soll es im Fall true zum nächsten Element springen. Hier kommt mein Index ins Spiel, den ich erst um 1 erhöhe und dann abfrage, ob Index die Array-Grenze nicht überschreitet. Ich brauche noch eine Reset-Funktion, die Index wieder zurücksetzt und zuletzt noch eine Property Current, welche das aktuelle Element, also an der Stelle Index, zurückliefert. Ich schreibe noch zusätzlich einen Set-Accessor, der ist eigentlich nicht gefordert, aber ich hätte gerne einen. Mit Hilfe dieser neuen Funktionen kann ich mein IntArray-Test nun recht schnell befüllen. Ich lasse einfach, solange wie moveNextTrue liefert, eine While-Schleife laufen und weise int_i dem aktuellen Element zu. Aus diesem Grund habe ich current mit einem setAccessor ausgestattet. Nach dieser Schleife muss ich index per reset-Aufruf noch zurücksetzen. Die for-each-Schleife ist ein Iterationskonstrukt und bietet einen lesenden Zugriff auf Arrays oder wie hier auf Klassen, die das Interface enumerable implementieren. Man schreibt sie mit den Schlüsselwörtern for-each und in, statt wie in Java mit for und Doppelpunkt. Die Schleife hier sollte, falls alles soweit okay ist, alle Elemente des Arrays list, welches im Objekt test steht, ausgeben. Ja, und wie es aussieht, wurden alle 10 Elemente 0 bis 9 ausgegeben.
Beachtet aber, dass die For-Each-Schleife den Index nicht zurücksetzt. Also sollten weitere For-Each-Schleifen mit Test nichts weiter bewirken. Diese Ausgabe scheint meine wirre Theorie zu stützen. Nur die erste For-Each-Schleife erzeugt eine Ausgabe. Wenn ich meinen Reset-Aufruf weiter oben lösche, sollte sogar die erste For-Each-Schleife keine Wirkung haben. Yep. Ich fände es hier schöner, für die Ausgabe eines IntArray-Objects eine neue Funktion ConvertToString zu definieren, die einen String zurückliefert, welcher alle Elemente des ListArrays enthält, sowie den Namen und das alles am besten übersichtlich darstellt. Ich gebe mal test.convertToString der write-Methode als Input. Keine Ausgabe. Ich habe vergessen, den Index zu resetten. An dieser Stelle. Ja, das sieht doch nun besser aus. Der Name wird ausgegeben, plus Inhalte der Elemente und Elementindex etc. Es wäre doch auch toll, wenn ich ein IntArray-Objekt mit einer Liste initialisieren könnte. Also so, dass dieser Aufruf hier funktioniert. List der richtigen Länge erzeugt, die einzelnen Werte nacheinander übernimmt und den Namen setzt. Dazu muss ich lediglich Add-Funktion implementieren. Zuerst eine, die Integer-Werte als Parameter akzeptiert. Innerhalb der Funktion sollte vorerst geprüft werden, ob List null ist. Falls ja, muss es ein einelementiges Array initialisieren und dort soll dann der Parameter i gespeichert werden. Falls schon ein initialisiertes Array existiert, muss ein Hilfsarray entsprechend der Länge des bestehenden Arrays plus 1 erzeugt werden. In das letzte Element des Hilfsarrays muss der neue Wert i gespeichert werden, sowie die restlichen Elemente des alten Arrays in die restlichen Zellen kopiert werden. Dazu benutze ich die Copy-to-Object-Methode. Zum Schluss muss ich dem ArrayList das Hilfsarray zuweisen. Mir fällt auch gerade ein, dass ich noch einen parameterlosen Konstruktor benötige. Sonst kann das ja gar nicht funktionieren. Gut, schreiben wir schnell an. Da muss nichts weiter tun, als Index auf minus 1 zu setzen. Und ich füge noch eine Methode, eine Add-Funktion hinzu, die Strings akzeptiert. Er muss lediglich den Parameter dem Namen zuweisen. So, ich fülle das mal aus. Da wurde das falsche Array ausgegeben. Entschuldigung. Ich möchte Test 2 ausgeben. So ist das IntArray-Objekt. Und hier, da passt alles. Wurde erzeugt und hat den Namen SecondArray. Schön. Jetzt möchte ich mir Gedanken über das Kopierverhalten von IntArray-Objekten machen. Wenn ihr eine Zeile wie diese seht, ich möchte hier ja die Variable to mit einer neuen Instanz eines IntArrays initialisieren und gebe dem als Parameter das Objekt 1 mit, dann könnt ihr davon ausgehen, dass man versucht, hier eine Kopie zu erzeugen. Damit das funktioniert, müssen wir einen Kopierkonstruktor definieren. Dieser Konstruktor muss als Parameter IntArray-Objekte akzeptieren. Ich rufe hier als erstes den Konstruktor, der Int-Werte akzeptiert, auf, und zwar mit other.length, also this in Klammern other.length. Damit ist eigentlich schon ein neues IntArray-Objekt erzeugt, da der andere Konstruktor aufgerufen wird. Um eine tiefe Kopie zu erzeugen, müssen wir noch das ArrayList und den String Name von other kopieren.
Für das Kopieren des Arrays nutze ich wieder die Copy-to-Methode. Das sollte als naive Implementierung genügen. Was sagt die Konsole dazu? Es wurden zwei Int-Arrays mit dem Namen A zerstört. Passt soweit. Ich ändere mal den Namen von One statt A in auf gar keinen Fall A. Und gebe das mal aus, beziehungsweise führe das mal aus. Einen Moment. Ah, passt. A wurde zerstört und auf gar keinen Fall A wurde zerstört. Also die zwei Objekte existieren, beziehungsweise existierten. So, wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch weiter testen und prüfen, ob alles tief kopiert wurde oder nicht. Aber von meiner Seite war es das für heute. Das Video ist auch schon recht lang. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.